Es herrscht eine gespenstische Dunkelheit in dem ICE, der bis vor wenigen Minuten noch auf seiner Reise von Mannheim nach Stuttgart war. Im Rollenbergtunnel, kurz in der Bruchsal, ist der mit 75 Passagieren und 5 Bahnmitarbeitern besetzte Zug aus den Gleisen gesprungen. Mehrere Menschen sind verletzt, teilweise schwer. Überall liegt geborstenes Glas. Es riecht nach verschmortem Plastik. Verzweifelte Hilferufe der Verunglückten hallen durch die engen Gänge des ICEs. Doch so beklemmend die Bilder im ersten Moment wirken, sie sind glücklicherweise nicht real, sondern Teil der größten Rettungsübung in Baden-Württemberg in diesem Jahr. Nahezu 900 Helfer unterschiedlicher Hilfsorganisationen proben die Zusammenarbeit bei einem Massenanfall von Verletzten, wie Übungsleiter Andreas Kroll berichtet. Wir üben heute Nacht das Szenario einer Entgleisung eines ICEs mit einer Vielzahl von Betroffenen und Verletzten. Die Einsatzkräfte hier vor Ort sind dabei, die technischen Maßnahmen einzuleiten, die Verletzten zu betreuen und zu retten und in Sicherheit zu bringen und geben ihr Bestes, um den Betroffenen auch die nötige Hilfe zu leisten. Schon auf der Anfahrt erhalten die Einsatzkräfte erste Informationen zum Geschehen und können weitere Helfer nachalarmieren. Nehme auf, Bruchsal Krankenhaus ist alarmiert über Leitstelle für Mannsalarm. Kommen. Vor Ort gilt es, sich ein erstes Bild über die Lage zu verschaffen. Schnell wird klar, hier reichen ein paar Rettungswagen nicht aus. Hier wird schweres Gerät und jede Menge Manpower benötigt. Schon wenige Minuten nach der ersten Alarmierung sind Dutzende Helfer der Rettungsorganisationen, wie beispielsweise dem Deutschen Roten Kreuz oder der Feuerwehr, unterwegs zu den Einsatzstellen an den beiden Tunnelportalen. Auf der Ostseite des Tunnels wird eine kleine Zeltstadt errichtet, ein sogenannter Behandlungsplatz. Alleine hier sind über 100 ehrenamtliche Rotkreuzler aus nahezu dem gesamten Landkreis Karlsruhe im Einsatz. Durchführen, durchführen. Machen Sie mir mal Ohren frei. Am Behandlungsplatz können die Retter nicht nur eine erste Registrierung der Verletzten vornehmen. Mehrere Notärzte teilen bei einer Sichtung die Patienten je nach Schwere der Verletzung in unterschiedliche Kategorien ein, bevor diese in den jeweiligen Behandlungszelten durch Sanitäter, Rettungsassistenten oder Notärzte fachgerecht weiterversorgt werden. Notwendig wird ein Behandlungsplatz, wie ihn das DRK betreibt, vor allem dann, wenn aufgrund der vielen Patienten nicht sofort ausreichend Transportmittel wie Kranken- und Rettungswagen zur Verfügung stehen. Am Westportal des Rollenbergtunnels wird zeitgleich außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs eine Patientenablage errichtet. Hier können ebenfalls eine erste Sichtung und Registrierung sowie lebensnotwendige Sofortmaßnahmen durchgeführt werden. Zur Rettung der Betroffenen aus dem Gefahrenbereich und zur Absicherung und Unterstützung der Helfer an der Einsatzstelle sind eigens 2 Rettungszüge der Deutschen Bahn angereist. Diese sind normalerweise in Mannheim und Stuttgart stationiert und extra für solche Einsätze konzipiert. In den Transportwagen, die im Pendelverkehr zwischen der Unglücksstelle und den Tunnelportalen hin und her fahren, können die Rettungskräfte erste medizinische Maßnahmen ergreifen und lebensbedrohliche Verletzungen behandeln. Die Züge transportieren währenddessen die Betroffenen aus dem Gefahrenbereich hin zur Patientenablage und dem Behandlungsplatz des DRK. Neben der zahlreichen Haupt- und ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes und der anderen Hilfsorganisationen kann auch die Notaufnahme der Bruchsaler Fürst-Stierum-Klinik ihre Arbeitsabläufe bei einem Massenanfall von Verletzten auf die Probe stellen. Im Minutentakt treffen hier Rettungs- und Krankentransportwagen mit Patienten ein. Das Team aus Fachärzten und Pflegekräften nimmt auch hier eine erste Sichtung vor und veranlasst die weitere klinische Behandlung der Verunglückten. Koordiniert wird der gesamte Einsatz durch den Führungsstab der Feuerwehr im Bruchsaler Rathaus. Bernd Molitor, Kommandant der Bruchsaler Feuerwehr, zeigt sich zufrieden. Mit der Fernmeldegruppe des Landkreises hat es eigentlich soweit sehr gut geklappt. Regelmäßige Lagebesprechungen, Austausch über die Lage, die von draußen reingespielt wurde. Die Aufgabe, die an uns herangestellt wurde, wurde sehr gut aus unserer Sicht absolviert und geleistet. Es hat prima geklappt. Auch Andreas Kroll ist nach der Übung erleichtert. Unser Konzept hat so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Kräfte
kamen ausreichend und gezielt zum Einsatz. Und das Wichtigste bei dieser großen Übung, es wurde keiner der Beteiligten verletzt. Für den Bürgermeister der Stadt Bruchsal, Andreas Glaser, gibt es auch ein wichtiges abschließendes Fazit zu dieser Übung. Es ist natürlich gut, dass die verschiedenen Blaulichtorganisationen gut zusammenarbeiten. Als Fazit der Übung können wir festhalten, wir sind gut gerüstet für die Zukunft. Es ist sicher wichtig zu üben und ich bin froh, wenn es nur bei der Übung bleibt und wir nicht in so ein Echtszenario kommen müssen. Im Nachgang zu dieser Übung gilt es nun, etwaige Schwachstellen herauszufinden, damit sich die haupt- und ehrenamtlichen Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes sowie der anderen Hilfsorganisationen optimal auf Einsätze wie diesen vorbereiten können.